Hallo und herzlich willkommen zurück zu Station Ears. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wie es in den letzten Folgen schon fast zur Tradition geworden ist, werde ich euch nun zeigen, was ich nach der letzten Folge für Veränderungen vorgenommen habe. Das sind einige Kleinigkeiten und auch eine oder zwei größere Sachen. Ich habe hier einen Batterielader angebracht, da ich nicht ständig zur Tür zurückrennen möchte, wenn wir neue Batterien brauchen. Also ist hier ein neuer Lader mit drei Batterien drin. Außerdem habe ich einen weiteren Lader dort drüben bei unserem Gaslabor am Fahrstuhl angebracht. Den hatten wir nicht über, den habe ich auch hergestellt. Den wir übrig hatten, der ist ja schon im Gewächshaus. Also hier entsprechend zwei kleine Batterien oder zwei große Batterien auch noch für den Bedarf. Dann habe ich im Furnace Room was geändert und hier ist schon so ein kleiner Teaser. Ich werde jetzt da reingehen und euch dann genau zeigen, was sich da getan hat. Eine Änderung, die meines Erachtens absolut notwendig ist und warum, das werde ich euch auch gleich im Zusammenhang dazu erklären. Ihr wisst, wir benutzen den Furnace zum Schmelzen und die sehr, 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 sehr heißen Gase, die im Furnace sind. Wieso ist der eigentlich noch an? Das muss ich mal kurz... Output, Input ist aus, okay. So, also die sehr, 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 sehr heißen Gase aus dem Furnace, die wollen wir ja wieder ausleiten. Und ich habe jetzt hier das Problem, dass wir keine Kühlung haben. Das heißt, die Gase gehen relativ zügig in dem neuen System mit der Parallelschaltung da hinten in die Filter und dann auch ruckzuck in die Tanks. Das lässt den Gasen null Zeit zum Kühlen und da hinten der CO2-Tank, zum Beispiel der schwarze, da hatte ich Temperaturen von 430 Grad drin und in dem Volatiles-Tank da hinten, der gelbe, waren auch irgendwas um die 300 Grad, halt alles nach dem Brennvorgang, den wir hier gemacht hatten. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, denn wir filtern ja auch das benutzte, die benutzten Volatiles, sprich die, ich habe da hinten die Pollutants gemeint, also Partikel X. Volatiles ist ja das, also der Wasserstoff. Wir filtern ja den Wasserstoff und den Sauerstoff auch wieder aus und die kommen auch als Restprodukt heiß hier raus. Das Problem ist, dass sich der Wasserstoff bei 32 Grad Umgebungstemperatur selbst entzünden kann. So, und das müssen wir auf jeden Fall verhindern, sonst haben wir hier nämlich einen riesen Feuerball, den wir nicht gebrauchen können. Was habe ich also gemacht? Das erkläre ich gleich. Hier ist ein Druckventil. Wenn wir den Brennvorgang abgeschlossen haben und den Output öffnen, diesen hier, dann geht das ganze Gas hier wieder raus. Wir sehen hier, welchen Druck wir in diesem Abschnitt Rohr aufbauen. Das einmal hier rum bis dort und dann darüber in den Filterraum geht. Hier ist ein Ventil, das das Gas am Durchfluss hindert und wir haben hier Radiatoren drauf, die das Ganze abkühlen. Die Radiatoren vergrößern die Oberfläche des Rohres um ein Vielfaches, sodass hier eine sehr schnelle, naja, eigentlich eine sehr langsame, aber immerhin schnelle, verhältnismäßig schnelle Abkühlung der Inhalte des Rohrs erfolgt. Rohre geben auch Wärme ab, wenn sie einfach so, also wenn sie nicht isoliert sind, geben sie auch so Wärme ab, wenn sie einfach so rumliegen. Allerdings geht es durch die Radiatoren wesentlich schneller. Also habe ich hier jede Menge Radiatoren dran geschaltet und ja, wir halten das Gas hier quasi auf. Und das Rohr ist deswegen so lang, damit A, möglichst viele Radiatoren Platz finden auf dem Rohr. Ich hätte hier noch einen platzieren können, aber hätte ich mit dem Kabel noch wieder eine kreative Lösung finden müssen. Deswegen habe ich das so gelassen. Und zweitens haben wir hier eine Stelle, wo wir das Rohr dann auch gut messen können, sprich die Temperatur. Wobei, wir machen das ja wieder zu, vielleicht lassen wir dann ein Stück Rohr hochstehen, um einen guten Messpunkt zu haben, bis wir einen vernünftigen Pipe-Analyzer bauen können, um die Temperatur hier digital auslesen zu können. Das ist aber noch nicht der Fall. Also, so der Verlauf. Und da dieses Stück Rohr relativ lang ist, verteilt sich der Druck aus dem Kessel hier auch sehr gut, sodass wir hier selten oder eigentlich fast nie Überdruck haben sollten. Die Rohre halten 60 Megapascal aus. Der Pipe-Meter ist schon rot bei 5 Megapascal oder so. Also selbst wenn das hier rot ist, man kann den Wert dann ja auch direkt ablesen. Und bis 60 Megapascal sind diese Rohre in der Regel safe. Ich würde sagen, bei 55 ist für mich so der Sicherheits-, der gesunde Menschenverstands-Sicherheitsabstand zu 60 Megapascal. Aber das geht halt alles. So, und dann, wenn das genug runtergekühlt ist, dann öffnen wir einfach das Ventil und die abgekühlten Gase gehen runter. Und warum kühlt das hier überhaupt ab? Weil wir hier Vakuum haben.
Das heißt, hier ist das Abkühlen kein Problem und es gibt keine Hitze mehr an den Raum ab, eben ja wegen Vakuum. Das Vakuum im Spiel löscht Energie, ganz salopp gesagt. So, dann habe ich gebaut, erstens mal, was hier rauskommt, ist ja im weitesten Sinne Treibstoff und da Treibstoff unter anderem auch im Welding Torch hier mit Fuel einfach orange gefärbt ist, habe ich mich dem angeglichen und habe gesagt, das Gemischte ist orange und das ist Fuel. Und wir haben hier eine Füllstation mit dem Verhältnis 66, 34. Ich habe das umgestellt von 67, 33 auf 66, 34. Denn das ist auch genau das, was hier im Welding Torch drin ist, in dem Fuel, das übrigens jetzt nachgefüllt ist an dieser Station. Da habe ich einfach 5 Megapascal draufgegeben und dann habe ich das hier, also ich habe das hier so lange angemacht, bis hier 5 Megapascal waren, habe einmal den Kanister reingemacht und jetzt haben wir hier 9 Treibstoff für unsere für unser Schweißgerät A und B können jederzeit Fuel hier wieder abziehen. Wir können den Druck hier in dem Rohr auch lassen. Das Rohr ist kalt, weil wir im Vakuum sind, kann sich das Gemisch hier auch eigentlich nicht entzünden. Theorie und Praxis, aber es dürfte nichts passieren. So, und wenn wir wollen, dann holen wir hier über den Input, wenn wir es aufdrehen, das Gemisch hier rein. Dann würden wir diesen Teil des Rohrs quasi leer ziehen. Und wir könnten hier dann nachgeben, indem wir den Mixer wieder einschalten und weiteres Fuel hier in diese Rohre befüllen. Okay, das ist also die eine Neuigkeit, dieses Ding und diese Abkühlung. Dann zeige ich euch neben den Batterieladegeräten noch die dritte Neuigkeit dann. Oder die vierte, wenn man hängt von der Zählweise ab. Ist auch egal. Ich zeige euch das nächste, was neu ist. Und zwar hatten wir im alten Furnace-Raum, bevor wir den hier umgebaut haben, ja die Möglichkeit, Kanister, also diese portablen Tanks zu entlüften oder zu entleeren. So. Und die habe ich auch wieder geschaffen und zwar drüben im Gasraum. So, hier ist eine Station. Hier ist einfach nur eine Druckanzeige, falls mal was draufstellt und irgendein Filter ist leer, wollte ich hier auch noch wieder eine haben. Kanister drauf, das geht sofort da hinten in die Inputs von den ganzen Filteranlagen oder wenn ich einen Kanister habe, der vielleicht verunreinigt ist oder den ich einfach nur leeren möchte, dann kann ich den hier reinstellen und das wird auch sofort durch die Filter leer gesaugt. Okay, ich habe das hier offen gelassen, um das zeigen zu können. Dann habe ich einen weiteren Umbau vorgenommen und zwar, ihr erinnert euch vielleicht, dass wir bisher, ich gehe mal hinten hin, wo ich die Rohre extra freigelassen habe dafür, also das hier ist jetzt das System für den Wasserstoff. Bisher haben wir hier rechts abgezweigt, hatten hier die Backpressure und sind dann hier ins Waste gegangen. Ich habe das Waste einfach hierher verlängert und gehe hier schon ins Waste und habe hier statt der Backpressure eine normale Pressure Regulator Pumpe eingebaut und eingestellt auf 8 Megapascal. Das heißt, der normale Pressure Regulator funktioniert so, dass der in den vorderen Teil so lange Luft rein oder so lange Gase oder Wasserflüssigkeiten transportiert, bis der Druck erreicht ist, der eingestellt ist. Das heißt, hier herrschen 8 Megapascal. Der knallt hier so lange, bis hier 8 Megapascal sind. Vorausgesetzt, in diesem Teilabschnitt ist genug Gas oder Wasser enthalten. So, und wenn das ist, dann pumpt er so lange. Und wenn dann hört er auf. Der hört dann auf. Das heißt, hier baut sich irgendwann ein Überdruck auf. Ja, wenn wir immer mehr filtern, aber der Kanister ist schon voll, dann, ja, dann staut sich es halt hier in diesem Rohrabschnitt. Und darum haben wir hier jetzt ein überlaufendes Backpressure-Ventil. Und das ist eingestellt auf den Maximalwert. Ich kann ihn nicht erhöhen. Das ist der absolute Maximalwert. Das sind etwa 20 Megapascal, obwohl die Rohre 60 aushalten würden. Alles, was hier über 20... Na super. Alles, was hier über 20 Mega... Da habe ich nicht hingemacht. Das ist ein Fels, der da durchscheint. Also alles über 20 Megapascal geht hier raus. Und wir sehen, hier sind jetzt auch 3 Megapascal drin. Das ist bereits gefiltert, aber hat keinen Platz mehr im Tank. So. Gut. Das ist also die Änderung, die ich hier gemacht habe. Der Nachteil ist, dass die gefilterten Gase hier relativ schnell im Rohr sind, aber dann durch die 50 Liter Begrenzung, die hier pro Sekunde oder pro Tick gepumpt werden, dauert es dann etwas länger, bis das hier im Tank ist. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts, da wir hier den Überdruckmechanismus haben und das läuft alles. Ja, also insgesamt auch den Stromverbrauch wieder erhöht, weil wir jetzt statt einem Backpressure
Ventil hier in den Waste, der vorher da platziert war, jetzt noch einen zweiten Pressure Regulator für den Druckaufbau im Tank haben. Aber so ist das halt. Hier zum Beispiel sind die 8 Megapascal noch nicht erreicht, deswegen ist dieser Abschnitt auch komplett leer. Wenn wir jetzt aber weiteres CO2 haben würden, dann würde das hier direkt durchgehen, bis 8 Megapascal erreicht sind. Erst dann staut sich dieses Rohr und wenn es sich zu sehr staut, dann geht es in den Waste. Okay, und da wir nur noch kalte Gase jetzt einführen, sollte es hier auch keine Probleme mehr geben. Ich zeige euch mal, ich habe noch das Tablet in der Hand, mit dem falschen Modul natürlich wieder mal. So, dass dieser CO2-Container jetzt immer noch 324,3 Grad hat. Und der gibt Temperatur auch an die Außenluft ab. Das heißt, wenn ich hier die Türen schließe, diese beiden, dann haben wir es hier relativ schnell recht warm dran, gefährlich warm für den Wasserstoff. Und deswegen mit 3 Grad kann ich leben. Und das kühlt sich halt von draußen in der Nacht, kommt die kalte Marsluft hier rein. Ihr seht das jetzt immer schon bei minus 32 Grad hier in diesem Bereich. Hier findet halt ein Wärmeaustausch statt. Und so bleibt dieser Raum relativ kühl. So, und irgendwann sind dieses hier ist auch recht warm, hat auch um die 300 Grad. Die anderen sind alle kühl. So, irgendwann kühlen sich diese Tanks auch wieder ab. Wahrscheinlich schneller, wenn ich sie nach draußen stellen würde. Aber das ist jetzt alles okay so. Wahrscheinlich könnte ich es auch da hinten ins Vakuum reinstellen, um sie abzukühlen. Wisst ihr was? Das Experiment mache ich jetzt. Das würde ich gerne eben herausfinden. Wir nehmen mal das CO2. Das ist harmlos. So. So, mutig mit Fass voran. Ihr wisst ja, mache ich nicht so gerne, aber da ich gerade erst angefangen habe, ist noch frisch gespeichert, kann also nichts passieren. So, rein und cyclen. Und dann werden wir uns das Tablet nehmen. So, wir stellen das einfach nur hier rein. Ja, und jetzt sehen wir, wie die Temperatur viel schneller sinkt, als das noch drüben in dem anderen Raum war. Da haben wir die Kommazahl sich nicht verändern sehen. Hier geht es jetzt relativ zügig. Wisst ihr, was das heißt? Ja, genau. Ich hole den Pollutant-Behälter auch noch hier rein. Und wir filtern dann einfach eine Weile nichts, sodass nichts kaputt geht. Noch schneller wird das übrigens gehen. Also wenn das isolierte Tanks wären, dann würden die übrigens die Temperatur nicht verlieren. Deswegen ist es hier noch gut, dass wir keine isolierten Tanks verwenden. Wenn ich hier jetzt noch eine Tankentleerungsstation reinbaue und wir das in dieses, also den Inhalt des Fasses hier in dieses Rohr bekommen, dann hätten wir noch eine viel schnellere Abkühlung. Und ich glaube, ich überlege gerade, ob ich das mache jetzt, den Aufwand, oder ob ich es einfach lasse und wir es einfach abkühlen lassen. Ups, das ist jetzt einfach abgeflogen. So, okay. Hab ich gedrückt? Nee. Jetzt aber. Man kann auch die Tastenfelder drücken. Keine Frage. Aber irgendwie habe ich mich so ans Drücken der Konsole gewöhnt. Gut, so. Dann ist mir noch eine weitere Optimierungsmöglichkeit eingefallen. Soll ich hier eben einen Tankconnector reinbauen? Ich meine, das geht ja relativ schnell. Wir müssen da ja nur ran an der Seite. Ich nehme mal kurz den Boden los und guck mal, ob wir da irgendeinen Hinderungsgrund haben. Gut, hier ist ein bisschen Kabel, aber da kommen wir mit den Pipes schon dran vorbei. Ah, wir müssen aber mit einer Pumpe arbeiten. Sonst teilt sich der Druck nur zwischen Tank und Dings, aber wir hätten schon eine schnellere Abkühlung. Wie weit ist es denn jetzt hier? 236, 310. Ich hole ein paar Pipes, wir machen das. Und einen Tankconnector müssen wir noch bauen. Obwohl ich glaube, dass noch ein Tankconnector da ist. Wir schauen mal. Ja,
die Tankabfüll, oder nicht die Tankabfüllstation, sondern die Kanisterabfüllstation. Also, wo wir hier unseren Sauerstoff und sowas alles abfüllen. Den würde ich gerne umbauen. Denn das System ist, hat jetzt noch einen kleinen Mangel. Ich könnte, also, oder ich erkläre es mal anders. Nee, ich kann's gerade gar nicht gut erklären. Ich hole jetzt erstmal ein paar Rohre und wir haben noch einen Tankconnector, wunderbar. Wir könnten noch eine Volume Pump dazwischen hängen, um das schnell leer zu saugen. Mal gucken, wie es reinpasst. Das würde ich dann auch irgendwann wieder umbauen oder abbauen. Das ist jetzt wirklich nur ein vorübergehendes Hilfsmittel, also Hilfsmittel, um die schnell abzukühlen. So, das ist das Output-Rohr. Das heißt, da gehen wir ran. So, dann schaue ich mal kurz, wie wir den hier gut hingestellt bekommen. Machen wir so. Dann können wir hier die Volume Pump zwischenhauen. Direkt schon mal auf 100 einstellen. Anmachen. So, wie viel haben wir da drin? Hier sind jetzt 6 Megapascal drin. Ich nehme mal den kleinen zuerst. Also klein im Sinne von weniger drin. So. Ja, jetzt wird er leer gesaugt. Das geht alles hier rein. Wir sehen, wie hier der Druck steigt. Und da das jetzt hier drin ist, findet die Abkühlung recht rasch statt. Ihr seht, dass wir jetzt nur noch... Ja, da geht's auch vor dem Komma dann rucki-zucki. Ja, sehr schön. Hier ist es halt noch 211 Grad drin und hier an dieser Stelle hat es schon nur noch 118 Grad, rapide sinkend. So, wenn der gleich leer ist, man kann das jetzt eigentlich schon fast leer nennen, dann würde ich den wieder aufbauen und dann können wir das Abgekühlte schon zurückfiltern. Beziehungsweise wir können Pollutant und CO2 ja auch mischen, das ist überhaupt kein Problem und der Druck hier dürfte eigentlich nur minimal sein. Also wir haben hier, ja, es ist noch im gelben Bereich, ich will jetzt nicht das Werkzeug weglegen, weil ich gleich den Tank abschraube. So, das sind jetzt noch 0,5 C-Mol mit 203 Grad, das dürfte eigentlich nicht mehr viel sein oder nicht viel bedeuten, deswegen nehme ich den Tank jetzt ab. Wir nehmen ihn mit. Ich stelle den anderen schon mal drauf. So, jetzt ziehen wir den leer. Ja, das ist kein Problem. Wie gesagt, 60 Megapascal halten die Rohre. Da passiert gar nichts.
dass wir hier in der Airlock jetzt immer warten müssen, das geht leider nicht anders. Ihr könnt ja vorspringen irgendwie so. Mit der rechten Maustaste springt man immer 5 Sekunden übrigens. Mit der rechten Pfeiltaste. So, Pollutant, das kommt hier hin. Schwupp. Connect. Jetzt können wir die Filterung wieder starten. Ne, können wir nicht. Wir müssen natürlich auch noch den CO2-Container rüberbringen. Jetzt haben wir hier 1,6 Megapascal und die Temperatur beträgt nur noch 160 Grad. Wir lassen das einfach hier im Rohr so lange, bis es abgekühlt ist. Wir könnten hier jetzt auch noch ein paar Radiatoren dran machen. Da das Gas ja sich hier weiter auffällt noch, kann man dann natürlich auch da noch kühlen. Aber ich denke, das ist schon okay. Ich mache jetzt die Gratings wieder drauf und ich werde das hier auch so lassen. Diese Abfüllstation bewahren wir uns so auf, dann können wir heiße Gase direkt hier abkühlen. Es ist ja optional, wir können die Pumpe ausschalten und dann verbraucht das ja auch nichts. Das lasse ich jetzt tatsächlich so, damit wir hier einen Messpunkt haben. Oder wartet mal. Wo ist meine Kabelzange? Ach, die habe ich in der Hand. Nicht Kabelzange, ihr wisst, was ich meine. Ach, da ist... Ich mach's so. Jetzt packe ich das Grating drauf. Und jetzt müsste ich eigentlich da messen können. Ja, das geht. Wunderbar. Das ist gut. Weil durch die Bodenabdeckung das Rohr messen geht nicht. Wir brauchen da so einen Punkt. Wie viel ist noch drin? 0. Ja, wunderbar. Dann weg damit. Okay, der Hunger ist wieder da. Und ich muss euch was zeigen. Es gibt nämlich ein Problem im Gewächshaus. Und zwar spiele ich ja die Beta-Version. Und da ändern sich gewissermaßen viele Dinge regelmäßig. Und unter anderem hat sich was daran geändert, an der Empfindlichkeit von Pflanzen gegenüber gewissen Umständen, die für sie ungünstig sind. Das ist einmal Lichtmangel. Das kann ein falscher Temperaturbereich sein und es kann eine verschmutzte Luft sein. Und in dem Gewächshaus haben wir die ganze Nacht über schlechte Lichtbedingungen. Das alleine wäre aber noch nicht so schlimm. Die Temperaturbedingungen sind gut geregelt, aber wir haben dort auch noch eine verunreinigte Atmosphäre, denn in der Luft sind X-Partikel. Und die müssen wir rausfiltern, sonst wächst da nämlich leider nichts mehr. Die Pflanzen gehen dort kaputt. Das ist ein Problem. So, wie viel haben wir jetzt hier? 1,39. Gut, wenn wir das jetzt wieder zurückfiltern, die kühlen Gase, dann könnte es sein, dass wir auch weniger haben als vorher, weil kaltes Gas sich weniger stark ausdehnt. Aber gut, so, ich mache jetzt hier wieder zu. Das war, wie gesagt, zum Zeigen. Ich lasse hier noch offen, denn wegen der Abfüllstation kommt jetzt das nächste Thema. So, wir nehmen mal das, Oxygen, den Sauerstoff. Wir haben hier 8 Megapascal, 8,01 sogar, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ist auf 8000 eingestellt. Kann sein, dass ich mal ins Rad gekommen bin und da jetzt dann leider ein bisschen mehr drin ist. So, okay, also, in dem Tank sind also 8 Megapascal. Hier an der Abfüllstation sind aber nur 5,98. Und das liegt daran, dass, Eigentlich verstehe ich es nicht, weil eigentlich geht nach dem Ventil erst die Abzweigung runter. Das heißt, der müsste eigentlich den gesamten Bereich hier bis hier vorne auf 8 Megapascal aufblasen, mehr oder weniger. Macht er aber aus irgendeinem Grund nicht. So. Ist aber nicht so schlimm. Hier beim Wasser ist auch nur 6. Da weiß ich aber auch nicht, wie viel im Tank gerade sind. Volatil 6. Hier, CO2 ist jetzt... Ja, das dürfte auch relativ heiß sein, was hier noch ist.
weil das alles halt hier runtergepumpt wurde. Naja, und diese Abfüllstation hier hat halt eben noch einen weiteren Nachteil. Wir müssen immer ständig einmal drum herum laufen. Und dann sind da unten noch viele, viele Rohre, die mit Druck befüllt werden müssen. Und das gefällt mir alles nicht so gut. Und darum war meine Idee, das so umzubauen, dass wir die Abfüllstation hier vor den Fässern haben oder neben den Fässern. Wahrscheinlich daneben. Um das machen zu können, müssen wir wieder ein bisschen umbauen. So, und das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen, weil ich baue zwar gerne auch nach den Aufnahmen immer noch ein bisschen rum, aber wenn ich zu viel baue, habe ich immer den Eindruck, nehme ich euch nicht richtig mit. Und deswegen machen wir das darum jetzt hier gemeinsam. So, da ist übrigens auch noch ein Wassertank, den wir irgendwann mal abgemacht haben, um Druck zu reduzieren. Und dann haben wir aber festgestellt, dass noch so viel im Rohr war. Deswegen ist dieses neue System auch aus dem Grund schon gar nicht so schlecht. So, dieser Umbau wird umfangreicher, als ihr denkt, denn wir müssen auch hier alles losnehmen. Und darüber hinaus noch die ganzen Blöcke aufmachen. So, und auf dieses ganze Rohrwerk werden wir dann verzichten. Das ist jede Menge. Das ist eigentlich viel zu viel. Okay. Gut. Offen haben wir es. Und ich muss diese Reihe auch aufnehmen. Weil einige Rohre leider wirklich extrem blöd laufen unten drunter. Okay, so. Ja, dieses Rohr vom Polluten zum Beispiel. Das geht einmal hier entlang, das ist ja soweit noch okay. Dann geht das hier hin, dann geht das da rum zurück, also hier einmal so ein U und dann geht es da hinten hoch. Total blöd, anstelle es hier direkt zu bauen. Das ist einfach so, weil es so gewachsen ist. Weil die Anschlüsse vorher mal anders waren und naja. Das macht halt echt überhaupt keinen Sinn. Die Gratings schmeiße ich jetzt hier hin. Die brauche ich hier auch nicht. Das lassen wir auch alles hier liegen. Und jetzt gehe ich nochmal rüber, messe die Temperatur und dann werde ich die Filterung nochmal eben wieder anstoßen. Außerdem möchte ich natürlich die Plastikpaneele wieder an die Wand bringen von der Treibstoffabfüllstation. Hatte ich noch offen gelassen, um euch das zu zeigen. So. Okay, was haben wir? 25 Grad! Oh, ist das schön, oder? Ja, das ist halt der große Vorteil hier von dieser wunderbaren Kühlung im Vakuum. So, wir machen das auf. Und die Filteranlagen ziehen sich das alles rein. Hier wird der Druck rapide sinken. Schaut mal, das ging jetzt so schnell. Und das war's. Das System ist fast leer. Ich muss diese Volume Pump noch ausschalten. Ja, es wird auf jeden Fall leer. Wir lassen das Ventil jetzt offen. Wir müssen nur daran denken, vor dem nächsten Schmelzen das wieder zu schließen. Sonst haben wir die heißen Gase nämlich direkt wieder rausgeblasen und das
Da müssen wir den ganzen Vorgang wiederholen. So, eine halbe Stunde hat das jetzt gedauert, meine Güte. Ich glaube, dann mache ich jetzt mal Schluss und wir machen den Umbau in der nächsten Folge. Das macht, denke ich, Sinn. Dann war das hier hauptsächlich Vorstellung der Änderung. Und ich brauche schon wieder einen neuen Filter, meine Güte. Und Essen, ja. Einmal will ich jetzt noch eben schauen, wie der Druck auf der anderen Seite aussieht. Hier dürfte es jetzt halt nicht so viel sein. Genau, 0 Megapascal ist alles schon durch die Filter durch. Und hier haben wir jetzt 3,96 Megapascal, weil es hier halt eben so lange dauert, das Zeug durchzupusten hier. Das ist halt, wie gesagt, 50 Liter. Das dauert recht lange und deswegen, wir sehen, es füllt sich, aber es füllt sich langsam. Das kann uns aber relativ egal sein. So. Okay. Also, nächste Folge, Umbau der Apfelstation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsterz. Ciao.